Was da an der sicher. Tür? Sie geht nicht nach. Was haben Sie mit aus ihm gemacht? Dem Weg. Die Ratten. Er hat... Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Bitte schön. Wo Danke. Kommt man da hin? Keine Aua. Weg. Hallo, darf ich auch mal? Solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend leicht durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Amicia, er hat recht. Geh durch! Nein, nein! An die Arbeit! Hugo! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen! Hugo! Ich bin's! Amicia, deine Schwester! Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite! Geh zurück, um vor Nicholas zu fliehen. Okay, ja, würde ich gerne. Hugo, nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr! Ich habe überall nach dir gesucht! Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns! So viel dann zum Zurückgehen? Ich bin jetzt ausnahmslos nur zurückgegangen, Leute. Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Ja, dann lass mich auch endlich gehen. Los. Hugo, nein. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Geh doch einfach zurück, du blöde Kuh. Es ist zum Kotzen. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Ja, ich versuche es weiterhin Junge. Mit rückwärts gehen. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein! Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Arthur, jetzt! Stirb! Ihr werdet nicht erhöhen! Na, endlich! Wir haben den Bastard! Amicia! Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal! Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein. Nein. Ich... Hugo. Ich wollte dich beschützen. Ich... Bitte. Du hast gelogen. Nein.
Die Schwelle. Amicia. Du hast es geschafft. Nein. Arthur! Ja! Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Und nicht wieder laufen. Töte Niklas, wie soll ich das denn machen? Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment, die Ratten, sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche müssen in der doch Nähe hier irgendwo sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Hä? Das war doch... Ach so. Nicht genug Material, oder? Das ist schlecht. Wo sind die denn? Euer Vater hat sich nicht versteckt. Er hat mir in die Augen gesehen, als er starb. Ich habe alle Zeit der Welt. Früher oder später werdet ihr erfrieren. Okay, das war doch das Falsche. Eure Herzen, ich kann sie pochen hören, voller Furcht. Das seid ihr ja. Halte RB. Ich weiß nicht, wie ich die Ratten beeinflussen soll. Irgendwas mit Halte RB gedrückt. Endlich. Aber das mit RB funktioniert nicht. Bleibt hier. Ah, Leute. Könnt ihr das nicht vernünftig machen? Wo treibt ihr euch rum? Sollt sich nicht hinstellen. Meine Geduld auf die Probe zu stellen ist keine gute... Wen haben wir denn da? Niemanden. Lauft einmal durch die Ratten durch. Fast. Ach so. Okay, so geht's nicht. Scheiße. Gut. Ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Auf Augenhöhe. Die Ratten, Amicia. Er hat sie alle getötet. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Wir können aber nicht mehr befreien. Ich habe nichts mehr dafür. Es ist nicht leicht, des Trägers zu leben, oder, Amicia? Ich kann dir diese Bürde nehmen. Doch, das kann ich wieder. Ich weiß, dass ihr hier seid. Das. So riechen diejenigen, ach, die sich Arschloch. Für euch geopfert haben. So riecht der Tod. Deine Schwester kann dich nicht retten, Junge. Du bist allein. Nein, ich will nicht ihn löschen. Ich will da hinten das was löschen. Was wollt ihr schon ausrichten? Ihr seid nichts, nur Fleisch für meine Klinge. Ich komme. Ah.
Nur treibt ihr euch rum. Nein. Du wirst. Ich bin doch auf dem richtigen drauf. Und deine Mutter. Deine Mutter wird dich für ach das so, passen, ach so, der ist noch. Ich verstehe. Ich. Was hast du mit dem Spielzeug? Es ist nicht leicht, im Schatten des Trägers zu leben, oder, Amicia? Ach, ich kann dir diese Bürde nehmen. Oh, Leute. Deine Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Ja, das ist mir auch klar, aber der kommt eher ständig hinterher. Nichts. So, ich habe gleich kein Zeug Sie mehr. Sie sind schnell, wie Kakerlaken. Was wollt ihr schon ausrichten? Ihr seid nichts, nur Fleisch für meine Klinge. Ja, komm schon, Amicia. Riecht ihr das? So riechen die. Nein, zurück, zurück mit euch. Lass mich warten, ich muss es mindestens dreimal machen. Da ihr euch weigert, zur Hölle zu fahren, bringe ich die Hölle zu euch. Er hat sie alle erwischt. Du musst doch irgendwo sein. Kommt zu mir. Kommt in meine Arme, ihr lieben Kinder. Ich bringe euer Blut zum Kochen. Bis es aus euren Augen spritzt. Jetzt muss ich nur wissen, wo jetzt noch die nächsten Dings rauskommen können. Und jetzt? Was werdet ihr jetzt tun, hä? Ich komme. Wo sind die nächsten Ratten? Wo treibt ihr euch rum? Ja, ihr werdet sterben! Fast. Bringen wir es hinter uns! Wir werden zusammen sterben. Oh, das ist eine Scheiße. Ad ignem, ad nucem. Oh, das wird schmerzhaft. Nichts. Sie sind schnell wie Kakerlaken. Wo sind die nächsten Ratten? Ich sehe sie nicht. Ich werde euch ernähren, was es heißt, sich zu opfern. Och, geh doch mal woanders hin, damit ich mal gucken kann, wo die Ratten sind. Ich bringe euer Blut zum Kochen, bis es aus euren Augen spritzt. Moment, hier sind Ratten. Ah. Kommt zu mir. Oder? Nee, das sind die alten Kommt Ratten. Kommt in meine Arme.
Mist. Ihr lieben Kinder! Bringen wir es hinter uns! Wir werden zusammen sterben! Ad Ignem! Ad Nukem! Und jetzt, was werdet ihr hier... Lauf! Das ist das Ende! Sie müssen doch hier irgendwo sein! Oh, ist doch nicht wahr, dass ich diese scheiß Ratten jetzt nicht finde. Ich werde euch lehren. Ich komme. Fast. Ich muss das Rattenmist, oder ist das Abend, oder ist das das? Bis es aus euren Augen spritzt. Ich hab's. Der Schmerz! Komm zu mir! Komm hoch! Das wird schmerzhaft. Nein, wieso ist er denn jetzt schon wieder flambiert? Boah, das ist nicht wahr. Wie kann das denn passieren, wo die Ratten ihn doch direkt angreifen müssten? Hm. Wo treibt ihr euch rum? Bringen wir es hinter uns. Das ist nervig. Wir werden zusammen sterben. Ad Ignem! Ad Nukem! Ich werde euch lehren! Also die Ratten sind auf jeden Fall dann hier nicht mehr heiß. Sich zu opfern! Dass wir eine größere Chance haben. Mal uns hier hinstellen. Ich bringe euer Blut zum Kochen, bis es aus euren Augen spritzt. Der Schmerz! Nein, ey! Mich lebendig. Es kann nicht sein! Was ist das für ein Assi? Kommt zu mir! Kommt in meine Arme, ihr lieben Kinder! Ja, ihr werdet sterben! Nein, es ist nicht wahr, ey. Langsam macht es keinen Spaß mehr. Ich komme! Nichts. Ich kann auch nicht genug von dem Zeug machen. Wie Kakerlaken. Bringen wir es hinter uns! Oder ich muss darauf warten, bis er wirklich steht. Aber nicht direkt vor dem Feuer. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt? Was werdet ihr jetzt tun, hä? Ich bringe euer Blut zum Kochen. Oh, das wird schmerzhaft. Oh, wieso ist der nicht gelöscht, verdammte Hacke? Das ist echt nicht normal. Schmerz!
den Tod bringen. Was hast du mit dem Spiel? Jetzt sag mir bitte, dass das das letzte Mal war. Amicia! Der Kerl ist mir auf den Sack. Nein, nein, nein! Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Darauf, dass wir sterben! Yay! Auf den Tod! Oh mein Gott.